Der Audi Star Talk. Heute aus dem Audi-Zentrum Wolfsburg. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo zu Hause. Hallo hier im Saal. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir melden uns aus Wolfsburg. Nur noch wenige Stunden bis zum vielleicht größten Spiel in der Vereinsgeschichte des VfL. Es geht gegen die Jahrhundertmannschaft. Es geht gegen Real Madrid im Viertelfinale der Champions League. Und wir wollen schon mal richtig drauf einstimmen mit dem Boss. Hier ist der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Hier ist Klaus Allofs. Guten Abend. Tut ganz gut nach dem Wochenende, oder? Ein bisschen Applaus. Tut allgemein gut, ja. Ist es generell für Sie eigentlich leicht, nach so einem Spiel wie am Freitag jetzt trotzdem umzuschalten? Weil, wenn man sich nichts vormacht, als Fußballfan, aber auch als Fußballverantwortlicher, steht man ja vor einem gewaltigen Highlight. Doch, ich finde, das geht recht einfach, weil das eigentlich schon über die letzten fast Jahrzehnte eigentlich zum Beruf dazugehört, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man einen Wettbewerb nach dem anderen abarbeitet. Mhm. Man kann nicht, wenn man in der Bundesliga antritt, schon die Champions League im Kopf haben. Und wenn wir jetzt heute das Spiel gegen Real vor der Brust haben, dann darf uns auch die Bundesliga jetzt nicht interessieren. Also ich glaube, dass das so zum Erfolgsrezept mit dazugehört. Von daher ist das recht einfach. Mhm. Gibt es bei Ihnen persönlich sowas wie Vorfreude auch? Ja, klar. Ich meine, die Freude, die habe ich jetzt schon einige Male erlebt. Das begann eigentlich damit, dass wir uns gegen Gent qualifiziert haben. Dann war klar, jetzt im Viertelfinale wird ein Großer kommen. Und dass es dann Real war natürlich toll. Darüber hinaus war die wirtschaftliche Seite, die hat meine Vorfreude dann auch noch ein bisschen verstärkt. Nee, das ist klar. Und jetzt bereiten wir das Spiel vor. Und es ist noch nicht so, das gebe ich zu, dass ich jetzt heute Abend schon feuchte Hände hätte, aber wenn die Champions League Musik erklingt, dann gibt es diese Gänsehaut. Das ist wirklich so. Das wird vielen auch hier im Saal und zu Hause wahrscheinlich auch so gehen. So, dann starten wir jetzt mal richtig durch in unserer Sendung. Natürlich wollen wir viel über das Spiel sprechen, aber auch das ein oder andere Thema aufgreifen, die auch persönlich ein bisschen besser noch kennenlernen und starten mit unserer Rubrik, die wir seit dieser Saison haben, nennt sich die Schnelle Minute. Spielchen ist eigentlich bekannt, 60 Sekunden, ich beginne einen Halbsatz und Sie vervollständigen bitte. Auf geht's, die schnelle Minute mit Klaus Allofs. Wir können Real Madrid ausschalten, weil? Wir auch eine sehr gute Mannschaft sind. Wir werden Ronaldo stoppen, indem? Wir das nicht nur einem Spiel überlassen, sondern als ganze Mannschaft gegen ihn arbeiten. An Dieter Hecking schätze ich? Ja, dass wir loyal miteinander arbeiten und dass er die Mannschaft nach vorne bringt. Wenn ich nicht im Fußball gelandet wäre, dann? Kann ich mir gar nicht vorstellen. In meinem nächsten Leben wäre ich gerne? Wieder das, was ich im jetzigen Leben bin. Max Kruse sollte mit zur EM, weil? Ein guter Fußballer ist und weil er dazu beitragen kann, dass wir Europameister werden. Den nächsten Titel mit Wolfsburg holen wir? Im nächsten Jahr. Ui! Das Angebot, als Manager zu den Bayern zu wechseln, habe ich damals abgelehnt, weil? War kein konkretes Angebot, aber ich habe mich zu der Zeit bei Werder Bremen sehr wohl gefühlt. Wenn ich Ronaldos Megakörper sehe, dann denke ich? Ich muss unbedingt mehr Sport treiben. Und gehabt hätte ich noch eine Rückkehr von Uli Hoeneß ins aktive Geschäft, finde ich. War die Minute schon vorbei, oder ja. Was ist das? Verstehe. Ja. Sie wollten aber trotzdem noch was sagen. Nee, ich hab's vergessen. Gut, dann lassen Sie uns jetzt die Zeit nehmen für eine der wichtigsten
und wohl auch meistdiskutierten Fragen im Weltfußball, nämlich, wer ist der Allerbeste? Ist es Ronaldo oder ist es Messi? Ich habe ja, gut, dass nur die beiden zur Auswahl stehen, ich habe ja wirklich das Glück gehabt, am Samstagabend sie beide zu sehen. Und dann klar versucht man natürlich auch nochmal zu bewerten, wer ist denn wertvoller für eine Mannschaft. Also ich bin zu keinem Urteil gekommen, weil Messi, glaube ich, einen seiner schlechteren Spiele gemacht hat. Und Ronaldo war eigentlich auch erst zum Ende des Spiels ist er so richtig ins Spiel gekommen. Also, da waren Sie schon nicht mehr da. Da waren wir schon nicht mehr da, als das 2-1 gefallen ist. Aber wir haben ihn lange genug beobachten können. Vielleicht ist Messi der ganz sicherlich, ja, nicht so spektakulär, das ist ja eigentlich auch verrückt, aber bei Ronaldo ist es so eher das A und O, weil er Tempoläufe macht und eben auch durch seine Gesten natürlich unheimlich polarisiert. Aber ich glaube, dass Messi eigentlich derjenige ist, der noch mehr Einfluss aufs Spiel hat, der auch eigentlich auch mehr Ballkontakte hat und der eigentlich im Spiel fast alles richtig macht. Das ist bei Ronaldo ist es nicht immer der Fall. Er ist sehr effektiv oder geht immer Richtung Tor und so. Aber Messi ist derjenige, der noch mehr Einfluss hat, der seine Mitspieler noch besser ins Spiel bringt. Also aus meiner Sicht hat Messi da leichte Vorteile. Machen wir uns nichts vor, Sie waren auch ein absoluter Weltklasse-Stürmer. Sie waren Torschützenkönig bei der Fußball-Europameisterschaft. Aber das ist, ich will nicht zu nahe treten, aber das ist vielleicht noch mal eine halbe Etage oben drüber, ne? Kann auch eine ganze Etage drüber sein. Also das ist schon außergewöhnlich, wenn man so erfolgreich ist und in den Spitzenclubs spielt. Und ich habe es jetzt auch wieder gesehen im Klassiko. Wenn dieser Druck jedes Mal auf einen lastet, alle warten darauf jetzt in Barcelona, dass er Fehler macht oder dass er attackiert wird, und da immer wieder dagegen zu halten, das ist schon außergewöhnlich. Und egal, ob bei einem Turnier eben da zu sein und bei allen wichtigen Spielen da zu sein. Und das ist auch etwas, was Virinha ist, unser Spieler, ist mit ihm in der Nationalmannschaft, der auch immer von ihm erzählt, wie professionell er sich verhält. Also das ist schon ein großer Sportler. Was glauben Sie denn, wie kann man so einen Mann, der als Stürmer gefühlt eigentlich total komplett ist, wie kann man den aus dem Spiel nehmen? Was wäre so das Rezept, was Sie vorschlagen würden? Ich habe es ja eben in der kurzen Antwort schon gesagt, also dass man möglichst doppelt oder dass man demjenigen, der ihn gerade attackiert, dass man dem immer zur Seite steht, dass man einfach ihm nicht die Möglichkeit gibt, zu sehr das Tempo aufzunehmen. Ja, das sind die Möglichkeiten. Aber auch wichtig wird auch sein, dass er eben nicht so ins Spiel kommt, dass wir einfach auch in der Lage sind, seine Mitspieler, einen Toni Kroos zum Beispiel, dem nicht die Möglichkeit zu geben, die Bälle eben punktgenau zu spielen, in aller Ruhe zu spielen, damit er dann eben seine Läufe starten kann. Das war übrigens auch jetzt im Klassiko war es so, dass sie am Anfang gar nicht gut gespielt haben, eigentlich sehr ängstlich waren. Und erst hinterher, als sie dann etwas mehr Raum hatten, als sie etwas mehr Mut hatten, das hört sich seltsam an im Zusammenhang mit Real Madrid, dass sie wenig Mut hatten, aber erst dann konnten sie ihre Stärke ausspielen, ob das dann Bale war, ob das dann Benzema war oder auch Ronaldo. Also so weit sollten wir sie nicht kommen lassen. Das ist sehr schwierig, aber durchaus auch möglich. Bleiben wir trotzdem noch mal ganz kurz bei CR7. Ohne Zweifel der Superstar dieses Spiels, auch am Mittwoch. Er hat ja vorhin in dem Beitrag einen sehr für ihn, finde ich, bezeichnenden Satz gesagt, der einfach unterstreicht, er ist ein sehr extrovertierter Typ, vielleicht auch jemand, der, darf man das sagen, zur Egomanie auch etwas neigt, wenn er so einen Satz sagt wie, wenn alle so gut wären wie ich, dann wären wir Erster. Stimmt aber auch. Na, das ist also das, wenn man sowas sagt und es hat keinen Hintergrund, dann ist es seltsam. Aber bei ihm hat das ja fast, ist es fast berechtigt, dass er es so sagt. Und ich glaube, alle großen Spieler, oder insbesondere wenn sie dann auch noch in der Offensive sind, sie brauchen diesen Hang zum Egoismus. Für diese Spieler ist es immer
die beste Lösung, wenn sie am Ball sind und wenn sie die Lösung finden können. Also von daher, glaube ich, muss man das nachvollziehen. Manchmal, ja, sagt man so unter dem Aspekt, dass man als Mannschaft gewinnt und dass man alle versucht gleichzustellen. Ich glaube, dass es in dem Fall nicht möglich ist. Zidane hat es ja auch gesagt. Er liebt ihn, er wird ihn als Person lieben, aber er liebt ihn natürlich auch, weil er einfach den Unterschied machen kann und weil er, und das wird auch von den Mitspielern wird das toleriert, weil sie wissen, er hilft und ist verantwortlich dafür, dass wir unsere Spiele gewinnen. Und darum geht es am Ende.